Vegetarischer Heringssalat würzig lecker für 4 Portionen, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 125 Gramm Auberginen plus 1 Esslöffel Bratöl plus 125 Gramm säuerliche Äpfel, zum Beispiel Boskop plus 75 Gramm gegarte rote Beete, Klammer auf vakuumiert, Klammer zu, plus 20 Gramm Zwiebeln plus 30 Gramm Gewürzgurken plus 50 Gramm Mayonnaise plus 35 Gramm Naturjoghurt und ca. 15 Milliliter Gurkeneinlegewasser, 1,5 Teelöffel Rohrzucker und Salz, schwarzer Pfeffer V4 und Dill, Klammer auf ca. 5 Gramm Klammer zu, außerdem 4 Gläser 150 ml erstens Auberginen waschen, putzen und längs in ca. 0,8 cm dicke Scheiben schneiden. Scheiben in ca. 2x4 cm große Stücke schneiden. Öl in kleine Pfanne erhitzen, Auberginen darin ca. 6 bis 8 Minuten, bei mittlerer bis hoher Hitze hellbraun anbraten und in eine Schüssel geben. Äpfel waschen, achteln, Kerngehäuse entfernen und Achtel quer in 4 mm dicke Scheiben schneiden. Rote Beete abtropfen lassen und ca. 0,6 cm groß würfeln. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Gewürzgurken längs vierteln und viertel quer in feine Scheiben schneiden. Alles zu den Auberginen geben und vermischen. Zweitens Mayonnaise mit Joghurt, Gurken, Einlegewasser, Zucker, Salz und Pfeffer in kleiner Schüssel glatt rühren. Dill kalt abbrausen, trocken schütteln, Spitzen abzupfen, einige für die Garnitur zur Seite legen, Rest fein hacken und unters Dressing rühren. Dressing unter den Salat rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salat auf 4 Gläser portionieren und mit dem zur Seite gelegten Dill garniert servieren. Zeit, ca. 25 Minuten Arbeitszeit pro Portion, ca. 163 Kilokalorien, 682 Kilojoule, 2 Gramm EW, 10 Gramm KH, 13 Gramm F, 1 BE. Kuchentipp: größer als wenn Sie den Heringssalat ohne die Canapés servieren, verdoppeln Sie die Mengen und reichen Sie den Salat in 200 ml Gläsern.